Willkommen zurück bei Skibas Youngtimer Kaufberatung hier im Teil 2. Ford Mustang Pony Car in Poppy Red. Und jetzt ein kurzes Video vom Unterboden eines Amerikaners aus dem Jahrgang 1965. Mit Sicherheit natürlich schon restauriert. Wir gucken uns mal hinten die Hinterachse an. Und wir sehen natürlich hier die typischen Blattfedern, was so ein Ford Mustang hatte. Entsprechend ist natürlich auch das Fahrverhalten. Ansonsten sieht man hier eine Abgasanlage, eine zweiflutige, und zwar von Magnaflow. Ist ja bekannt, auch bei Audi und VW, also für den deutschen Raum durchaus bekannt. Gibt es auch für Amis und klingt auch sehr, sehr fett, was ihr ja schon im ersten Teil gehört habt. Beziehungsweise wir machen das dann mal während der Inboardfahrten, einmal von außen, dass man mal so ein 4,7 Liter V8 vom Sound her wahrnehmen kann. Vor allem im Kaltstart kommt das schon sehr martialisch. So, hier sind wir im Schwellerbereich. Und hier haben wir sogar eine verchromte Getriebeölwanne. Hier ist ein bisschen ölfeucht. Aber das hier sieht alles fest aus. Also ich denke nicht, dass das von 1965 ist. Hier ist also schon umfassend restauriert worden. Lichtmaschine sieht auch neu aus. Vorne dieses Modell hat hier Scheibenbremsen. Der Ford Mustang gab es natürlich, oder den Ford Mustang gab es natürlich auch mit Trommelbremsen. Hinten hat er Trommel, aber vorne waren Scheiben aufpreispflichtig. Genauso wie eine Servolenkung, eine Klimaanlage. Servo hat er ja nicht und eine Klima auch nicht. Wenn einige Klima haben, dann geht es auch meistens nicht, was ich so bisher gesehen habe. So, das erstmal soweit hier zum Unterboden von dem schönen, wunderschönen Ford Mustang in Poppy Red von 1965 mit dem C-Code V8 269 Kubikinch gleich 4,7 Liter Hubraum. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung. Abonniert meinen Kanal, bleibt am Ball. Wir haben bekanntlich immer schöne und besondere Fahrzeuge hier auf meinem Kanal. Bis dahin sage ich ciao, ciao.